Rettung. Hartgefroren ist der Boden. Hartgefroren sind auch die zerwühlten Feldwege mit ihren Furchen. Die Landschaft ist von Schnee überzuckert. Müde und milchig hängt die Sonne am Himmel. Ein kalter Wind weht mir ins Gesicht. Weite Wiesen liegen vor mir. Es gibt kein Versteck weit und breit. Keine Büsche und Hecken, die mir Schutz bieten könnten. Das ist nicht gut. Und ausgerechnet jetzt höre ich hinter mir das Geräusch eines Panzers. Das tiefe Grollen des Motors und das Rasseln der Ketten. Ein russischer Panzer ist hinter mir her und ich laufe. Aber wie soll ich laufen mit den schweren Stiefeln? Wie soll ich laufen, wenn mir doch der Frost in den Knochen sitzt? Wie soll ich laufen, wenn die Seele aufgefressen ist von der Angst? Lauf nur, lauf wie ein Hase übers freie Feld. Du kannst doch so schnell laufen. Und doch kommt das dröhnende Rasseln der Ketten näher und näher. Sie müssen dich längst schon entdeckt haben. Und du weißt genau, sie sehen dir zu, wenn du über die Gräben springst und über Zäune. Sie wissen, du entkommst ihnen nicht. Sie lassen sich Zeit. Wann werden sie schießen? Vielleicht wird der erste Schuss dich schon treffen. Und ich laufe um mein Leben. Aber wohin? Kein Haus ist zu sehen weit und breit. Nur Wiesen und Weiden. Und dort vorn eine Kirche. Die muss ich erreichen. Irgendwie schaffe ich das. Ich renne gegen die Tür. Die Tür ist verschlossen. Das kann doch nicht sein. Ich schlage wie wild mit meinen Fäusten dagegen. Bitte lasst mich ein! Bitte lasst mich ein! Ein Panzer ist hinter mir her. Man wird mich erschießen! Ein Schlüssel dreht sich im Schloss. Die Tür geht zögerlich auf. Ein Spalt breit öffnet sich. Ein Mönch steht vor mir. »Wir sind genauso gefährdet wie du«, sagt er leise, fast vorwurfsvoll. »Aber der Vorwurf gilt nicht mir.« Er öffnet die Tür. Ich schlüpfe hinein, atemlos. »Danke.« Viele Worte haben wir jetzt nicht. Der Mönch lässt die Tür hinter mir offen stehen. Abschließen lohnt sich nicht mehr. Es ist sinnlos, wenn schon lärmend ein Panzer vorfährt. Es bleibt keine Zeit mehr zum Überlegen. Gleich werden sie da sein, die feindlichen Soldaten. Und ich habe Angst, dass ich sterben muss. Große Angst. Haben Sie ein Harmonium oder ein Klavier? Die Worte kommen mir einfach über die Lippen. Später weiß ich nicht mehr, woher mir plötzlich die Idee dazu kam. Ich möchte so gern noch einmal Klavier spielen, sage ich zu dem Mönch. Ich muss verrückt sein, Gewehre im Rücken und vor mir eine Kirche, die mich nicht bergen kann. Und ich frage nach einem Klavier. Vielleicht, damit nicht alle Welt hört, wie laut mein Herz schlägt. Vielleicht will ich meine Angst überspielen, so wie damals, als Nora bei uns zu Gast war. »Hier, bitte«, sagt der Mönch und weist mir den Weg. Er führt mich nach vorn, wo eine Kerze brennt und wo sich vier alte Männer in der Kleidung von Mönchen am Altartisch festhalten. Später weiß ich nicht mehr, ob sie wirklich alt gewesen sind. Es ging alles so rasend schnell, wie im Traum. Dort vorn steht ein Klavier. Und ich spiele. Ich spiele Mozart. Mozarts kleine Nachtmusik hatte ich zu oft zu Hause geübt, dass ich die Noten jetzt direkt vor mir sehe, obwohl ich lange kein Klavier angerührt hatte. Und obwohl ich eigentlich kein Musikstück auswendig spielen kann, sitze ich jetzt in dieser Klosterkirche am Klavier und spiele Mozart. Es kommt einfach irgendwie aus mir heraus. Heute frage ich mich, und ich denke sehr oft darüber nach, ob das eine göttliche Führung war, dass ich plötzlich hellsichtig wurde und die Noten vor Augen hatte. Jedenfalls stürmen die Soldaten jetzt in die Kirche. Sie hören mich spielen, und plötzlich legen sie ihre Waffen beiseite. Sie setzen sich in die Kirchenbänke. Sie hören zu. Und das Wunder der Wandlung geschieht. Sie lassen sich von der Musik gefangen nehmen und bezaubern. Von meiner Musik. Es sind nicht länger Soldaten. Es sind junge Menschen. Aber dann, die letzten Töne schwebend, meine Seele zittert. Was wird geschehen? Einer der Soldaten winkt mir. Ich soll mitkommen. Raus vor die Kirche. Ich soll aufsteigen auf den Panzer. Und dann fahren sie mit mir los. Was werden sie machen mit mir? Ich kann nicht verstehen, was sie sagen. Ich verstehe ihre Sprache nicht. Und sie verstehen meine Sprache nicht. Aber ich sage trotzdem immer wieder, Mutter, Mama, Mami. Ich muss schreien, weil der Panzer so laut ist. Und dann verstehen sie, dass ich heim will zu meiner Mutter. Und ich sage noch, Leipzig, Leipzig, nach Leipzig. Aber das ist für sie kein Begriff. Warum sollten sie die Namen unserer Städte kennen, die fremden Soldaten? Von weit her kommen sie, aus einer anderen Welt. Aber zu mir sagen sie plötzlich, gehen, gehen. »Gehen! Ich darf abspringen von ihrem Panzer!« Und sie fahren weiter. Anna hebt noch grüßend die Hand. Ich stehe da und schaue ihnen nach. Noch lange. Ich hebe die Hand zum Gruß. Ich winke nicht. Ich bin 17 Jahre alt. Ganz allein stehe ich wieder da. Und ich weiß, dass auch sie Engel auf meinem Weg waren. Die drei jungen russischen Soldaten von irgendwoher.
Die hätte ich in meinem Leben gern wiedergesehen. Aber diesen Wunsch hatte ich erst später.